mind. Okay. Es sieht so aus, als ob es hier in den Dschungel jetzt geht. Nochmal oder zum ersten Mal, nee, noch zum ersten Mal nachts, so wie ich das sehe. Nee, auch das nicht. Wir müssen jetzt hier nochmal auf Level 2 schaffen. Wir haben es scheinbar schon. Also nochmal nachts in den Dschungel. Let's fucking go. Nachts hier nochmal ein bisschen fotografieren. Okay. Okay, das erste Foto hat es nicht getroffen. So, immer noch was. Was auch immer das sein mag. Wenn ich nicht besser wüsste, würde ich sagen, das ist ein Webereit. Das Spinnen-Pokémon. Das hat uns relativ wenig gebracht, weil wir ja nur was deine nur fotografiert haben mit Fragezeichen. Ariados. Tja, wenn sich alle verkriechen. Oh, ein paar Ladybars. Ladyans. Das hätte was werden können. War nicht schlecht, das Foto. Immer ausschalten. Oh, ja, hier. Sehr schön. So, und hier noch. Und da noch. Ein paar von denen mal mit dem Apfel werfen. Okay, es wird nichts. Apfelwurf ist jetzt hier nicht so wirklich das Beste. Wir mal ordentlich schießen. Wir haben noch ein paar Fotos. Ich komme mal zum Wasserfall, zum großen Wasserfall. Oha. Ja, mega. Ein Morlot. Auch nicht schlecht. Und da sehe ich doch schon das Ende des Parkours. Mal schauen, ob das schon reicht für Level 2. Also gibt's hier was zu sehen. Eine Kristallblume. Okay. Nicht schlecht, der Specht. Immer noch ein Bubunkus.
Mit Zierflagge. Okay. Mal schauen. Ich meine da noch neben der Zielflagge was gesehen zu haben, neben dem Zielportal. Aber das war dann zu spät. Na komm. Dschungel Nacht. Fotos geschossen 50, Pokémon fotografiert 7. Okay. Bin wohl ein bisschen übertrieben. Nun war das ist nicht schlecht. Die allerdings auch nicht. Ich nehme das. Oh, ein 3 Sterne. Oder 3 Sterne Bilder, auf die man fast nichts sieht. Molord. Alles 3 Sterne Dinger. Das sieht doch einzigartig aus. Kristallblume. So, und Fotos zeigen. Jo, let's go. Professor Mirage, check. Nacht. Der Mega. Okay, Ariados. Monort. Kristallblume. Mit Monort drauf. Sehr schön. Geht jetzt vorhanden, das Story gleich. Erstmal müssen wir noch im Level vorankommen. Oha, sag nicht. Haben wir nicht geschafft. Und Level 2. Da nun die Daten zu Kristallblume vorliegen, habe ich etwas zu berichten. Daraus gespannt sein. Okay. Yep. Gut gemacht. Ich konnte dank eurer Fotos genügend Daten sammeln. Außerdem möchte ich euch noch was zeigen. Oh, das ist doch diese komische Kugel, die du entwickelt hast. Sie kann Pokémon und Kristallblumen vom Leuchten zum Leuchten bringen, stimmt's? Genau, das ist eine Lumina-Kugel. Aber diese blaue Lumina-Kugel funktioniert leider nur hier auf Floreo. Was? Wieso das denn? Ich vermute, dass sich die Energie je nach Insel leicht unterscheidet. So, jetzt möchte ich euch aber erstmal zeigen, welche neue Erkenntnisse die mithilfe der Daten gewinnen konnten. Schaut euch das hier mal an. So. Aha, oha. Was tut er da? Abgefahren. Wow, wie schön. Oh, das ist also dieses berühmte Leuchten, das nur in der Lentier-Region auftritt. Wie hieß es noch gleich Lumina-Phänomen? Interessant, dass es sowohl bei Pokémon als auch bei Pflanzen auftritt. Mit Kugeln kannst du dafür sorgen, dass Pokémon Kristallblumen vorübergehend illuminiert werden. Und wenn das passiert, solltet ihr genau auf die Veränderungen der Pokémon und der Umgebung achten. Könnten wir bitte auch für die Floreo haben? Ja. Natürlich. Wir sollten nochmal in den Naturpark zurückkehren, um diese auszuprobieren. Die Kugeln ausprobieren. Dann gibt es wahrscheinlich nächste Level. Du hast einen Stempel erhalten. Und gelbe Lumina-Kugel. Und auf geht's. Diesmal vielleicht am Tag. Nee, in der Nacht. So, auf geht's. Pass auf dich auf. Mit Y werfen wir die Kugeln. Oha. Es gibt hübsche Bilder.
Und wann Pokémon mit der Sache treffen? Das ist extra hübsche Bilder. Die Kugis. Sehr schön. Einiges leuchtet ja schon. Da Blümchen. Ich weiß nicht, ob wir die einmal so verschwenden sollten. Und die Bälle. Fußstapfen mal anschauen. Na, klappt das hier mit dem Liegebau? Aha. Das Leuchten ist auf jeden Fall eine gute Idee. Tollen Moment erwischt. Okay, welcher von denen? Kurz mal scannen. Jetzt habe ich gar nichts fotografiert. So, hier das nochmal. Uff. Wo sind wir jetzt hier? Jetzt war ich kurz unaufmerksam. Ja, wundervoll. Einen Carbados treffen. Einen Shiny Carbado. Na, was der Prof wohl dazu sagen wird, die Professor. Und wenn die Knall leuchten, Bilder zeigen. Jo. Sehr schön, gleich habe ich die Ziffern erreicht. Und dann guckt man, was er abwerfen kann. Und dann hat man auch schon versucht, oder? Jo. Und da ist die Zielflagge. Let's go. So, rück nach Hause. Du scheinst dich schon gut auf der Strecke auszukennen. Dann gehen wir gleich mal die Fotos durch. Okay. Hier können wir noch ein Leuchtnis ersetzen. Das sieht gar nicht übel aus. Okay, das sieht irgendwie mystisch aus. Jetzt haben wir nicht wirklich was Neues, aber... Okay, let's go. Drei Bilder zeigen.
Professor Maroschek. Na komm, hier gibt es eine Erhöhung. Nein, ist falsch ausgewählt. Na, durch das hier. Sehr, sehr schön. Ne? Levelanstieg? Oder nicht? Ne, das dauert hier ein Weilchen. Du hast dir auch diesmal viel Mühe gegeben, weiter so. Okay. Müssen wir jetzt nochmal und nochmal und nochmal, bis wir den Level voll gekriegt haben. Tja, Und wir können auch nicht den Level wechseln, wir müssen das irgendwie zu Ende kriegen. Tja, was soll's, kann man nichts machen. Auf geht's. Noch einmal durch den Park bei Nacht. Vielleicht kriegen wir noch heute wirklich das nächste Level hin. Und hübsche Cleopatra-Fotos. Natürlich nichts entgegen. Entgegen, sag schon. Da ist mir das Wort entfallen, was ich sagen wollte. Es ist spät und ich bin saumüde. Und was auch mich nicht zu sehr bemerkt habt, aber wahrscheinlich schon. Ich übersehe hier wahrscheinlich schon einiges. Bin halt wirklich heute nicht ganz bei der Sache. Ich meine, ein bisschen scannen. Da verschwindet das Gras. Tja, selbst wenn es leuchtet, finden wir das hier nicht mehr drin. Ich mache, glaube ich, zu schwache Fotos, damit der Level nicht steigt. Und es nah an Lilian fotografieren. Das hat man mal alles schon. Können wir das, können wir die Fotobewertung diesmal auslassen? Wenn wir davon kommen, dann müssen wir das machen. Gibt ja nichts Neues hier momentan. Noch nicht. Vielleicht denken wir gleich was. Und das ist noch ein bisschen weit weg. Die tut oben. Nach oben sind wir auch mal gucken. Könnte nicht schaden. Ich meine, Kramoks zu sehen oder so. Doch sehr schön hier mit den Zweien, mit den Vieren. Tja, nochmal. Mich ein bisschen zum Leuchten bringen. Vielleicht kann man das dann verwenden. Okay, wo geht's jetzt weiter? Hier auf den Felsen. Das Ähnliche. Da machen wir noch Fotos von. Fotos vergolden. Golden und das Carpador wäre noch nicht schlecht. Und was sie kriegen würden. Nicht schlecht, der Specht. Oha, was haben wir denn da? Ist doch was aus dem Wasser gesprungen. Und der mega abwerfen. Und ja, durch dem Ende, ich weiß. Der wird da nicht viel Feuer dran bringen, der leuchtet schon.
So, ganz Ziel. Zielübung muss ein Grund sein. Auch nicht schlecht. Da ist die Zielflagge. Genau dort. Hurra. Zurück geht's. Ein weiteres Mal. Na komm, lass mich die zwei voll kriegen. Das ist zwei Level. Dann können wir beim nächsten Mal weitermachen. In einem neuen Gebiet. Hey, da bist du ja wieder. Da gibt es was Neues. Ein Zweier. Von mir aus. Ich glaube, dafür gibt es nicht ein neues Level für ein Foto. Professor Morris, check. Und es gibt nicht viele Punkte. Ja, nicht wirklich nennenswert. Uff. Ich habe gar keine Ahnung, wie lange der Part jetzt schon dauert. Ich würde auf jeden Fall mal eine kleine Unterbrechung machen. Eine Aufnahmepause oder den Part hier beenden. Ein Däumchen nach oben schon mal Abo da lassen. Ja.